Hallo meine Lieben, hier ist Schmusipu mit einem neuen Video. Ja, und ich hatte ja gestern im Video erzählt, dass ich heute ein Reborn-Treffen habe. Und ich habe jetzt zu spät dran gedacht, aber ich melde mich jetzt trotzdem nochmal. Ich werde nämlich gleich losfahren zu der lieben anderen Reborn-Mama. Ja, und dann filme ich einfach ein bisschen mit, schon mal jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann, das habe ich ja gestern schon gesagt, das muss ich erstmal abklären. Aber ich werde auf jeden Fall hier den Korb mitnehmen. Und dann habe ich hier einmal die kleine Edita drin. Also die hatte ich ja Martha genannt. Die nehme ich mal mit. Und meine Dana, das ist das Manga-Doll-Baby. Ja, wir wollen ja eventuell ein Baby tauschen, also eins von den beiden oder auch gar keins, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir mal schauen, wie das wird. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jetzt kein Muss. Ich habe hier auch ein Päckchen drin. So ein Mitbringsel habe ich eingepackt. Ja, und ich werde dann gleich losfahren zu der Lieben. Ja, wie gesagt, ich esse dann jetzt noch was und muss meinen Hund noch mal kurz Pipi machen lassen. Und dann werde ich mich auf den Weg machen zu der Lieben. Und dann würde ich sagen, melde ich mich später noch mal. Wann, weiß ich noch nicht. Eventuell da. Oder ansonsten vielleicht heute Abend noch mal. Oder ansonsten dann morgen, wenn ich das morgen schaffe. Weil ich ja auch morgen arbeiten muss, mittags. Ja, aber wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall einfach jetzt schon mal ein bisschen filmen, ne? Und euch zeigen, wen ich mitnehme. Ja, und den Rest werde ich dann erzählen, wie sich das so ergeben hat, ob ich dann ein Tauschbaby mitnehme oder nicht. Das wird sich dann herausstellen nachher. Ja. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Erstmal. Und dann melde ich mich dann später nochmal. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Ich grüße alle ganz lieb. Macht's gut. Eure Schmusipu erstmal. Tschüss. Ja, hallo meine Lieben. Hier ist nochmal Schmusipu. Ich bin jetzt hier bei der anderen Reborn-Mama beim Treffen angekommen. Wir haben schon lecker Kuchen gegessen. Ich, wie gesagt, ich bin noch dabei. Und wir sind jetzt hier unsere Babys am Begutachten. Hier liegt der kleine Tenner. Mit dem habe ich schon ausgiebig gekuschelt. Und da ist die kleine Sunny. Die zeige ich euch auch mal. Das ist eine ganz, ganz süße Maus. Die ist wirklich zuckersüß auch. Die sitzt hier gerade neben der kleinen Edita. Ja. Und da vorne sitzt noch die Dana. Die habe ich ja Dana genannt, ne? Die nehme ich auch nachher wieder mit nach Hause, die Maus. Zeig dich mal. Mhm. Jetzt hat sie den Schnuller verloren, aber das ist ja nicht schlimm. Hm? Ja. Und gleich gehen wir nochmal in einen anderen Raum. Da wollte... Darf ich deinen Namen sagen? Ja, ja. Da wollte die Sabine, ne? War richtig. Mhm. Wollte die Sabine mir noch was zeigen und dann werde ich mal gucken, ob ich euch das auch noch zeige. Dann bis gleich nochmal. So, ihr Lieben, wir sind jetzt mal in den anderen Raum. Die Sabine hat mir schon mal ein paar Klamötchen gezeigt, die sie hat. Ja, und hier die beiden. Die haben sich hier zusammengesellt einmal. Wie hast du die genannt, die Kleine? Jennifer. Jennifer, genau. Und Janina. Die Jennifer und die Janina haben sich hier schön in den Puppenwagen gemütlich gemacht, die beiden. Hier vorne, ne? Und eins liegt hinten im Puppenwagen, hat sich schön angelehnt, ne? Ja. Süße Maus, ne? Und du auch hier. Ja, die süße Maus bleibt dann nachher hier. Mhm. Die Edita, meine ehemalige Edita. Finde ich gut. Ja. Und
Ich nehme dann nachher den Teller mit. So, die beiden, die haben sich sofort verstanden hier, die beiden Mäuschen. Ja. Die haben's gut, ne? Ja. Ja, auch schon eine starke Sammlung hier für die Babys. Schnullis. Ja. Ja. Mützchen, Stirnbänder. Da sammelt sich schnell was an, ne? An allem was. Hier ist was Schönes Gestricktes. Das zeige ich euch auch noch mal kurz. Richtig schön gemacht. Wow. Ja. So. Du kannst aber auch toll stricken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Nee? Das habe ich geschenkt gekriegt. Schön, das sieht aber klasse aus. Ja, fand ich auch. Boah. Ja. Ich stehe auch auf sowas. Ich stricke ja selber auch. Mhm. Ich liebe auch gestrickte Sachen. Schön. Ja. Ja, ihr Lieben, ich melde mich dann gleich nochmal. Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal Schmusipo. Ja, ich bin jetzt schon wieder zu Hause von meinem Rebond-Treffen. Wir haben dann nachher doch nicht mehr gefilmt. Und, Moment. Ja, weil wir so viel gequatscht haben und dann wurde es langsam dunkel und ich wollte da nach Hause. Ja, Dana habe ich wieder mitgenommen. Was genau noch so passiert ist, das werde ich euch dann vielleicht morgen erzählen, wenn ich das schaffe. Ja, ich fand es sehr schön, das wollte ich schon mal sagen. Und ja, wie gesagt, ich bin schon wieder zu Hause und das war dann mein Video zum Ribbon-Treffen bei der lieben Sabine. Ja, mehr, wie gesagt, mehr dazu erzähle ich dann in einem separaten Video. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und ich grüße alle ganz lieb und ich sage dann bis zum nächsten Video. Eure Schmusipo. Tschüss. Bis bald. Guten Morgen, meine Lieben. Hier ist Schmusipo. Ich wollte noch ein Anschlussvideo machen von gestern, von meinem Ribbon-Treffen bei der lieben Sabine. Ja, heute ist ja schon Freitag, also der Tag danach. Und wollte euch mal zeigen, was ich mitgebracht habe von der lieben Sabine. Und zwar haben wir ja ein Baby getauscht. Ja, und ich hatte ihr was mitgebracht. Ich hatte ihr ein paar Windeln mitgebracht, da hat sie sich sehr drüber gefreut. So verschiedene Windeln. Und sie hat mir noch ein paar Klamöttchen mitgegeben und noch ein süßes Stofftier. Das zeige ich euch gleich alles mal. Und dann werde ich das gleich alles zusammen hochladen. Zu einem Video. Das schaffe ich jetzt noch vor der Arbeit. Ich muss ja heute Mittag erst arbeiten. Ich wollte das Video dann jetzt damit auch beenden. Dann und dann kann ich das auch hochladen. Aber erstmal zeige ich euch jetzt die Sachen. Das ist erstmal das Tauschbaby. Ups, Entschuldigung. Ich habe meine Finger dazwischen. So, das ist das Tauschbaby. Das ist der Tenner von Tascha Edenholm oder wie die Dame heißt. Ich glaube Tascha Edenholm. So. Ich halte das Handy mal so. So, jetzt geht es besser und wackel ich auch nicht so. Der kleine Hosenmatz hat immer noch den Daumen im Mund. Ich glaube, ich muss ihm mal einen Schnuller besorgen. Ja, der ist noch nicht ganz wach. Hm, ja, dann habe ich jetzt gestern Abend diesen Schlafi angezogen hier. Und das Schmuse-Tüchlein habe ich ihm gegeben hier. Ja, jetzt liegt er hier, ne? Kleiner Mann. Ja. Den habe ich eingetauscht gegen meine Editha. Die ist jetzt bei der lieben Sabine und das Schöne ist ja, dass ich die Editha dann auch immer mal sehe, weil wir ja wirklich nur 5 bis 10 Minuten, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gestern gefahren bin, so ungefähr 10 Minuten, glaube ich, wohnen wir auseinander. Und ja, das ist, da freue ich mich dann, dass ich die Editha dann auch noch mal immer mal sehen kann, besuchen kann.
Ja. Und sie halt hier den kleinen Tenner auch. Wir sind ja da nicht aus der Welt. So, und mitgegeben hat sie mir diese Sachen hier. Also das hatte der Hosenmatz an, der Tenner. Dieses Oberteil. Dann ein Strampler, einen dunkelblauen Strampler. Ich mag ja dunkelblau an Babys besonders gerne auch. Dann hat sie mir hier so ein selbstgestricktes Haarband mitgegeben. Dann selbstgestrickte Schüchen. Die sind auch wieder ganz anders gemacht, als ich die mache. Es gibt ja verschiedene Arten, solche Schuhe zu stricken. Diese und hier in rosa-grau. Ja, unser Hund träumt mal wieder. So, und dann hatte der Tenner dieses Haarband an. Oder, ja, Stirnband, wie auch immer man das nennen möchte. Und er hatte diese Schüchen an. Gestern, als ich sie mitgenommen habe. Die sind auch sehr schön. Dann hat sie mir noch so eine super süße Mütze mitgegeben. Ganz tolles Blau. Und dann ein Strampler. Das ist auch schon so eine Art Retro-Strampler. Das ist so ein Frotti-Stoff. In hellblau. Huch, Entschuldigung. Dann hier diese super süße Latzhose. Habe ich ja wieder eine Latzhose mehr in meiner Sammlung. Die ist was für den Eddie. Auf jeden Fall. Ganz toll. Und ich mag ja grau-weiß auch sehr gerne. Und hier ist so ein Häschen drauf. Es ist zum Beispiel schon was für Ostern. Wenn ich meine Babys alle in Osterklamöttchen wenn ich den Osterklamöttchen anziehe. Mal gucken, ob ich das auch schaffe. Zu Weihnachten habe ich jetzt leider nicht geschafft, die Babys alle umzuziehen. Dann diesen Strampler hier. Der hat hier keine Füßchen dran, aber das ist auch mal schön. Der ist wohl sehr dünn, der ist mehr was für wärmere Tage. Den und dann so ein Spannbetttuch für Kinderbettchen oder so. Ich werde das wahrscheinlich benutzen für mein Moseskörbchen. Da ist hier so eine... Ja, es sieht aus wie ein Hund. Wie ein Hund sieht das aus. Ja, in rosa. Ganz, ganz zartes Rosa. Und diesen super süßen Hund hat sie mir mitgegeben. Der ist so kuschelig weich. Ja, den habe ich auch noch mitbekommen. Den hat sie mir geschenkt. Ja, das waren die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich lege sie nochmal rüber. Wie gesagt, das ist der Tenner. Wie ich ihn nennen werde, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Ne? Namen habe ich für ihn noch nicht. Ja. Mal gucken, wie er sich hier einlebt mit seinen vielen Geschwistern. Ne? Die erste Nacht hat er gut geschlafen. Ja. Ja, meine Lieben, das war's dann mit meinem Video von meinem Ribbon-Treffen und ja, was ich so bekommen habe und was ich getauscht habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ja, ich grüße alle mal ganz lieb. Einen schönen Freitag wünsche ich allen. Ein schönes Wochenende. Vielleicht schaffe ich es ja noch mal ein Video zu machen am Wochenende. Ich muss mal gucken, wie ich die Zeit dafür finde. Ja, dann bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen, eure Schmusipu. Ach so, und ich grüße noch mal ganz lieb die Sabine.
Sabine, die wollte sich nämlich unbedingt das Video angucken, ist ja klar. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben, eure Schmusipu. Ciao.